Morning, Morning, Morning. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 4. Well, a big God bless you from me, Rory Alec. Welcome to another Good Morning Art Cross. Yep, Good Morning World is here with Art Cross 2023. We are with you guys every morning, 8 a.m. with a new program. And it's not just me here in the studio. I have two other wonderful folks in the studio. I have got Nina and Micha. Guys, good morning. Good morning, Rory. Good morning, Art Cross. Wake up. Das ist meine Zeile. Sei am Leben. Das ist mir wichtig. Sei lebendig. Wake up. Sei authentisch. Sei du selbst. Wir sitzen hier mitten im Grünen. Mit offenem Fenster. Mit all dem, was es bringt. In einem wunderbaren Studio. Und das ist mir auch wichtig. Das war meine Lektion hier auf Artcross. Gestern der Tag, dass Kunst auch davon lebt, dass man vieles gut vorbereitet, vieles durchdenkt. Es auch viel Technik heutzutage braucht. Vielleicht können wir, Rory, einen Blick ins Studio, dass wir nochmal dein wunderbares Studio zeigen. Yeah, camera number 4 is the one that shows us that. There you go, I'll get to the full shot. That's us there, there's me, Rory Alec. Here's Georg, and of course there's Mama Marcus, and over here hiding away we've got Melinda. Melinda, stick out, there you go. So yeah, Nina, we're all here. We're looking forward to serving all of the Art Cross family locally and globally. And all of the Good Morning World viewers. I mean, it's just wonderful to be live with you guys, and it's fabulous. We've got a great show lined up. Nina, we've got some interesting people to talk to on the program. You interview some very interesting people. Ja, der Plan ist, dass wir Eva Maria Admiral und Erik Werlin einladen und hier auf der Couch haben oder auch sonst wo. Wir haben jetzt gesagt, Technik und Vorbereiten. Es ist ein spannendes Experiment. Micha, du wirst heute rausgehen mit der Kamera und vielleicht schaffen wir es, dass du den Erik im Workshop-Raum einfangst und mich im Ohr hörst und wir reden können. Wir probieren das aus. Genau. Und Eva Maria Admiral wird safe auf der Couch sitzen. Und mein dritter Gast heute ist Günther Matern, Kalligraph und Grafiker. And I absolutely loved what he did this evening, one of the evenings here at Art Cross Saints. He was painting while the worship leader was playing the piano. It was just beautiful. And you could feel the Holy Ghost come down in the room. I mean, it was powerful. And so you heard the music, you felt the frequency of music, of worship, and then you got to experience amazing calligraphy, Nina. So I'm also looking forward to hearing from Günther. But what are Aber Rory, darf ich dich unterbrechen, weil du das eben gerade beschreibst? Leute haben uns am Dienstagabend dann auch gefeedbackt, wie toll dieser Abend war und dass es so eine runde Geschichte war und alles ineinander gegriffen hat, die Musik, Kalligraphie, ihr werdet vielleicht auch dann noch einen Geschmack bekommen. Aber das war eigentlich deshalb, weil die Techniker, also wirklich Lichttechnik, Kameraleute, sich wirklich bemüht haben und auch wann welches Bild reinkommt. Also man macht sich eigentlich als Laie gar nicht so viel Gedanken, was da dran hängt. Ja, so wie im Kino. Ich liebe es, im Kino ganz zum Schluss immer sitzen zu bleiben, weil da so viele Menschen vorkommen, die daran beteiligt sind. Und deshalb, Rory, finde ich es jetzt an dieser Stelle gut, wenn wir einen Einspieler haben, unser Chief of Tontechnik, mein one and only Big Brother, Krigi Börner, hätte, glaube ich, ist schon aufgenommen worden, den Gedanken zum Tag. Good morning, morning, morning. Es gibt viele Bibelverse, die mir gut gefallen, aber einer, der mir immer wieder in den Sinn kommt, ist: Wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Oder ja, kein bleibendes Zuhause, sondern das zukünftige suchen wir. Und das ist gerade in einer Zeit, wo wir so fest verhaftet sind an unseren Dingen und an Häuselbauen und was ich was alles. Und wir sind da so auf dieser Erde so fest geklammert. Finde ich das auch ganz wichtig, dass man einfach, dass sie immer wieder in Bewusstsein holt, dass das vergänglich ist, dieses Leben, aber dass es ganz woanders, noch ganz anders und viel besser wahrscheinlich weitergeht. Good morning, morning, morning.
We are here. We're not live live, but we're almost live because we've got all sorts of exciting challenges. But literally every morning at 8 a.m. Saints, we are coming out of this amazing studio. There you see it on the drone shot as the drone comes down. Pretty cool. I don't think I've had such a nice studio on a location at a Christian event. This is probably the first, and I've done this for 25 years. I nearly said 50, Micha, but 25 years. It feels like I've been around for a long time, brother. But you're going to be taking the camera for us into the classroom. Yes, I will, and I'm looking forward to it. And I like playing the mouse and look into the rooms, what the workshop leaders are doing with the Yeah, I just hope that Eric's not a cat. If you're playing the mouse, watch out, cat and mouse. So I think we should be getting ready for that. And then I understand that, Nina, you're going to be having Aoife Maria with you after the break on the set. And she will be basically sharing her heart with you as well. So perhaps what we do is we send Michi off. Yeah. Also, du weißt, wo deine Kamera ist. Ich hoffe, du hörst meine Stimme im Ohr. Passt. See you. Ja, oder hören wir uns. Ja, genau. Wir hören. Wonderful. As they do that, we're going to be coming back to you. Michi's getting set up. He's going to go into the heart of Art Cross and find this cat. I hope you know. Let's leave that idea. That's not a great metaphor. Micha's going to find Eric, and he'll be talking to them in one of the classes here at Art Cross. Nina's going to be talking to Aoife Maria, and I'm going to take a break for the next few minutes. Listen, we'd love to hear from you. info@artcross.at. If you have a prayer request, let us know. Let us know where you're watching from. We'd love to get your email. Who knows? We might even read out where you're watching from. If you're watching from here in Austria or around the German-speaking nations, somewhere in Europe or even Africa, Asia, America, etc., etc. Wherever you're on the planet, we love you guys and we love hanging out with you this morning. So we'll be back after the break. Eva Maria, du bist so entspannt. Es ist gerade Mittagspause zwischen den Workshops. Du sitzt bereits hier auf der Couch, aber wir wollen ja eigentlich auch den Erik sehen, deinen Mann. Und was ich weiß oder ich glaube, er ist in seinem Workshop-Raum, denn Artcross ist ja vor allem Workshop-Zeit. Und ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt Micha vor Ort ist und uns zeigen kann, wo das ist. Micha? Ja, hallo. Auch von mir ein Hallo an euch, einen guten Morgen. Aus dem Poolhaus. Ich bin schon vor dem Workshop-Raum von Erik und ich würde sagen, wir probieren einfach oder schauen einfach, ob er da ist. Und sehr gut, das ist schön. Hallo Erik. Hallo, grüß dich. So, du bist ja jetzt bei uns in der Morning Show und wir würden dich ein bisschen kurz interviewen, um einfach zu wissen, was machst du hier, wer bist du, Erik, und was ist das für ein Workshop, den du da machst? Ich bin der Erik. Ich mache hier einen Workshop, der nennt sich Atmung, Stimme, Sprechen, Artikulation, Stimmbildung, Textgestaltung, Moderation, aber auch Storytelling, Vortragskompetenz. Das ist ja ein Name, den ich könnte ich jetzt nicht wiederholen. Aber das ist doch sehr schön. Und ich sehe schon, du nimmst ja auch immer Notizen mit für deinen Workshop. Ja, was schreibst du denn? Ja, für mich ist es immer wichtig, für mich zu wissen, was wollen die Leute. Ich frage sie am Anfang, was wollt ihr in dieser Woche? Was muss geschehen, dass diese Woche für euch gelungen ist? Und die Leute schreiben das dann auf, sagen einen einzigen Satz, was sie sich von dieser Woche erwarten. Und ich verspreche euch, wenn man das aufschreibt, was ich mir von diesem Tag, von dieser Woche erwarte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, viel, viel größer. Okay, perfekt. Es ist doch schön zu wissen, dass der Workshopleiter sich so viele Gedanken macht und sich sogar aufschreibt, was für seine Workshop-Teilnehmer wichtig ist. Aber Erik, die entscheidende Frage ist doch, was ist Kunst?
Ja, es gibt auf der einen Seite die Kunst in jedem einzelnen Bereich, braucht man nicht aufzählen, was letztlich alles zusammenmündet in die große Frage, was ist Lebenskunst, was ist die Kunst des Lebens? Und ich bin überzeugt, dass Lebenskunst damit zu tun hat, welche Fragen ich mir im Leben stelle. Oder um auf einen Nenner es zu bringen, Lebenskunst heißt, welche Fragen stelle ich mir? Micha, darf ich da mal unterbrechen? Ja, ich höre dich. Der Erik war so gut vorbereitet, das war für mich so ein Stichwort, denn ich weiß, dass der Erik gerne auch betont, dass Künstler nicht nur Menschen sind, wo es Talent braucht. Er hat da so ein super Zitat, vielleicht magst du das aus ihm rauskitzeln. Frag ihn mal, ob Künstler einfach nur talentiert sein müssen. Braucht ein Künstler wirklich Talent oder ist Talent alles, was ein Künstler braucht? Also Talent ist Gott sei Dank nicht alles. Ich würde sagen, es ist ein kleiner Teil. Wesentlich wichtiger als das Talent ist die Begeisterung. An unserem Talent können wir wenig arbeiten, aber an unserer Begeisterung können wir immer wieder arbeiten, wenn wir uns die richtige Situation schaffen, die richtige Verfassung ein Stück weit und auch die richtigen Lehrer, die richtigen Ratschläge haben und auch das richtige Korrektiv haben im Leben. Sehr schön. Oh, danke. Hast du da irgendwie eine kurze Phrase? Liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen oder hast du irgendeine Phrase, die du mitgeben willst? Ja, kurz, um das weiter zu spinnen. Jedes Gefühl im Leben braucht ein Korrektiv. Jede Emotion braucht ein Korrektiv. Jeder Glaube braucht ein Korrektiv. Und letztlich braucht auch die Kunst, die ich mache in meinem Leben, auch immer ein Korrektiv. Sehr schön. Und mit diesem Abschlusssatz sage ich danke, Erik. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, zurück zu euch ins Studio. Good morning, morning, morning. Und auch hier sind wir im Full House in dem wunderbaren Studio mit Eva Maria Admiral, ihres Zeichens Autorin, Schauspielerin und vieles andere. Aber ich möchte noch eine kurze Geschichte zu uns beiden erzählen. Ich möchte euch einen Insider verraten, denn die Eva Maria war sehr maßgeblich daran beteiligt, dass Artcross überhaupt entsteht. Und the story goes like this. Also das heißt, die Geschichte ist, es gab einen Vorgänger, Bring the Arts to Life, da war ich dabei. Das hat dann 2006 ein Ende gefunden und Jahre später gab es nichts mehr. Und eine gute Freundin, Kunsttherapeutin von mir, Sabine Baumgartner, sagt zu mir, Nina, warum machst du das nicht? Warum machen wir das nicht? Und wenn es doch für unsere Kinder wäre. Interessanterweise haben unsere Kinder tatsächlich auch ihre Lebenspartner hier gefunden, dann durch Artcross. Also das war ein weiser, prophetischer Satz. Aber ich wollte nicht. Und Eva Maria, Erik, wir waren auf einem Berg wandern und Eva Maria wandert gerade hinter mir und sagt mir dann ganz laut von hinten mit Begeisterung, wie sie halt ist, Nina, wenn das jemand macht, dann du. Und meine Reaktion war, na sicher nicht. Ich bin doch nicht blöd. Kann mich erinnern. Du warst aber so sicher. Das war aber trotzdem der Satz, der das alles gestartet hat. Und ich finde, das seid ihr auch. Ihr seid Pioniere und ihr startet auch Sachen. Aber ich möchte zuerst mal ganz kurz fragen, welchen Workshop du hier unterrichtest und aber trotzdem auch ein bisschen was dich gerade bewegt und wo du herkommst. Ja. Also der Workshop hier, der ist entstanden nach meinem Buch Schön ohne Aber. Warte, vielleicht hast du es schön in die Kamera. Vielleicht können wir das schön einfangen. Aber, und zwar der Untertitel, da habe ich lange dafür gekämpft, den Untertitel wollte der Verlag nicht, der sei viel zu drastisch und viel zu negativ. Vom Körperhass zu Körperseele ist von Körperhass zu Körperliebe. Das war der Untertitel und der Verlag hat gesagt, nein, Körperhass, niemand hat Körperhass. Und das ist das Problem, das kann ein Mann nicht verstehen und wird er nie verstehen. Der Mann hat andere Baustellen, ja. Der Mann hat ganz andere Probleme und andere Baustellen, die genauso drastisch sind. Aber unsere Baustelle ist, wie wir unseren Körper empfinden und wie wir damit umgehen. Und was ist dazu deine Geschichte? Du bist Schauspielerin, dein Körper ist ja dein Instrument, deine Stimme, aber auch einfach dein Aussehen. Man wird ja auch genommen wegen seines Aussehens. Ich weiß ein bisschen was von deiner Biografie. Ich meine mich zu erinnern, du warst ja auch zu klein, glaube ich, für eine Theaterschauspielerin. Mhm. Was ist da deine Biografie, warum du zu diesem Thema kommst? Also das ist natürlich ein Lebensthema. Warum man dann Schauspielerin wird, weiß ich, kann ich nicht erklären.
Weil eigentlich fühle ich mich viel wohler, wenn ich zum Beispiel Radio mache oder Hörbücher. Das finde ich großartig. Aber da den Körper zu exponieren, ich habe keine Ahnung, warum das dann dahin führt. Auf alle Fälle habe ich von Anfang an sehr mit meinem Körperbild gekämpft. Meine Mutter hat während ihrer gesamten Schwangerschaft nur 43 Kilo gehabt. Und deshalb bin ich auch mit 6 Monaten auf die Welt gekommen. Und war dann auch 1,5 Jahre im Brutkasten, weil das so ein hoher Wert war. Also eine Frau hat nie mehr als 43 Kilo, sonst ist sie undiszipliniert. Und das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und spätestens mit 13, 14 probierst du dieses Körperideal zu erreichen. Und mit einem hohen Preis, sehr hoher Preis und viel Anstrengung, gelingt einem das auch eine Zeit lang. Und man merkt nicht, das ist das Gemeine, man merkt nicht durch diesen ewigen Kampf, wie viel du verlierst an Leben, an Lebensqualität, an Lebensfreude. Also dein Leben rauscht eigentlich an dir vorbei, weil du als Ziel hast, du willst diesen Körper in einer gewissen Form. Und wenn du die Form dann erreicht hast, dann ist noch lange nicht fertig. Weil der Perfektionismus geht immer weiter und weiter. Und ich habe jetzt mit meinen Teilnehmern darüber gesprochen. Ich habe eine Teilnehmerin, die ist 70, knapp 70. Und die sagt, es ist etwas, was ihr gesamtes Leben überschattet. Und sie lebt immer noch im Gefängnis. Sie hat jetzt eine Einladung bekommen nach Rhodos zu einem Urlaub. Und sie hat gesagt, das kann sie nicht annehmen, denn da müsste sie sich im Badeanzug zeigen. Und das ist nicht möglich. So sehr verabscheut sie diesen Anblick. Und ich glaube, das kann wirklich, das verstehen die Männer nicht. Also die Männer müssen jetzt weghören. Aber für eine Frau kann das wirklich so sein. Meine Großmutter hat am Ende ihres Lebens am Sterbebett gesagt, sie ist in Krebs gestorben, und am Sterbebett sagt sie zu mir, endlich bin ich so dünn, wie ich immer sein wollte. Und dann habe ich mir gedacht, Eva Maria, wenn du keinen Stopp machst und so eine 360-Grad-Wendung, dann kannst du das weiterspielen bis zu deinem Tod. Und da war es dann das Stoppschild aus. Ich weiß, dass Magersucht, glaube ich, die höchste Todesrate hat von allen Süchten, 18% der Magersüchtigen sterben an den Folgen. Also ein Thema, das dich sehr beschäftigt. Vielleicht kommen wir, ich möchte den Sack zumachen, weil wir auch nicht so lange da jetzt drüber reden wollen. Weil kommen wir zurück zur Kunst. Kunst ist ja trotzdem sehr, auch manchmal oberflächlich oder sehr viel Ästhetik. Ja? Und wir leben in einer Welt, wo also viel darum geht, also wie siehst du aus, wie optimierst du dich mittlerweile schon mit KI und mit allen möglichen Programmen und auch nicht nur die Mädchen, nicht nur die Frauen, es wird immer mehr der Druck, super zu performen, gut zu sein, sich gut darzustellen. Was würdest du, hättest du einen Rat, was würdest du sagen zu uns allen, was ist der Ausweg? Also es gibt eine Methode, die ist unschlagbar. Menschen interessieren sich für Menschen. Menschen sind nicht perfekt. Und je authentischer du bist, desto interessanter wirst du. Also das Gegenteil von perfekt, das Gegenteil von Strahlefrau oder was auch immer, Bikinifigur oder ich weiß nicht was. Also diese Faszination, die man hat, wenn jemand echt ist. Und mir hat mal eine Maskenbildnerin gesagt, vor dem Auftritt, wie sie mich geschminkt hat, vorm Auftritt, und das war ein Auftritt vor 2000 Leuten mit 5 Kameras, sagt du mir diesen Satz. Eva Maria, ich finde das so toll, dass du dich traust, so hässlich zu sein auf der Bühne. Und das stimmt. Auf der Bühne ist für mich mein Freiraum. Da kann ich ausschauen, egal wie, weil auf der Bühne konzentriere ich mich nur auf die Rolle, auf das Leben dieser Figur. Und ob diese Figur schön ist oder nicht, interessiert keinen Menschen. Ich erzähle ja die Geschichte,
dieser Figur. Und das ist, was mich an der Bühne, was ich an der Bühne so toll finde. Wie gesagt, mit dem Fernsehen habe ich eher Probleme, weil da kommt dann immer der Nahaufnahme und ich muss sie hier noch nachschminken und so. Also finde ich total. Und am Theater ist das nicht. Am Theater ist wirklich vollkommen egal, wie du aussiehst. Es geht um diese Geschichte, um dieses Schicksal, um diesen Menschen. Das ist Freiheit. Also es geht um Freiheit. Es geht um dein Element, die Bühne. Ja. Es geht um Echtsein. Und das ist auch unser großes Anliegen, unsere Vision auf Artcross. Werde authentisch, sei echt. Menschen da draußen interessieren sich für echte Geschichten, für das echte Leben, für lebendig sein. Und es ist interessant sein besser als schön sein, was ich ja jetzt herausgehört habe. Oder anders gesagt, interessant zu sein ist ganz viel Schönheit, ja, was Gott in uns reingelegt ja hat. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und danke für dein Buch auch und für dein Anliegen. Danke. Und alles Gute noch für deinen weiteren Workshop. Ich danke. Bin gespannt. Good morning, morning, morning. Willkommen, Günther Matern. Günther, was ist deine Kunst? Woher kommst du? Eine große Frage. Kalligraphie ist das Metier hier auf Artcross. Und ich bin Grafiker, Grafikdesigner. Und die Kalligraphie ist, würde ich sagen, sehr verwandt mit Grafikdesign, auch wenn die Welten sehr auseinandergedriftet sind. Grafikdesign hat sehr viel mit digitaler Kunst zu tun. Kalligraphie ist das sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen und sich wieder die Finger schmutzig machen. Und Stift und Papier nehmen und genau mit der Hand was schreiben. Ich glaube, du hast mal gesagt, es ist eine ganz besondere Wertschätzung von jemandem, eine handgeschriebene Karte zu bekommen. Ja, das ist ein großer Satz, den kann man erst nachvollziehen, wenn man selber einmal eine Karte geschrieben hat mit der Intention, dass sie auch schön wird. Du wohnst am schönen Attersee, glaube ich, hier gar nicht so weit entfernt von Machtrenk, aber in einer schöneren Gegend und hast dort ein Kreativbüro, bin ich richtig? Also man findet Günther Matern im Kreativbüro, wenn man dich mal googelt. Ja, man findet ihn dort nicht, weil er ist auf Artcross. Das ist ein gutes Stichwort. Wie kommt es dazu, dass du auf Artcross gelandet bist? Was ist die Story? Ich bin sehr fasziniert von der Verbindung Kunst in dem Setting, Gottes Gemeinschaft erleben zu können oder wie immer man das nennt. Und mir gefällt auch, dass man merkt, auch unter den Teilnehmern merkt, da ist eine Gemeinsamkeit, die uns trägt, ohne dass sie permanent an der Oberfläche ist. Also wir müssen nicht über den Glauben reden, wir müssen nicht über Gott reden, wir müssen nicht über Konfessionen reden, aber man merkt in der Haltung der Teilnehmer, die sind getragen, ich würde sagen, von einer Dankbarkeit über Begabung, über Kreativität, über Neugier, etwas lernen zu wollen. Und das ist eine besondere Mischung, die ich sehr stark wahrnehme. Und das ist meine Motivation, hier zu sein. Du hast jetzt den Glauben angesprochen. Möchtest du uns ein ganz kleines Puzzlesteinchen erzählen, was für dich deine Kunst mit Glauben, mit Gott zu tun hat? Wie lange haben wir Zeit? Ein kleines Puzzlestein. Ich kann persönlich erzählen, dass, also man redet, in unserer Gesellschaft redet man viel von der Bewunderung Menschen gegenüber, die irgendwas besonders gut können. In der Kunst und in der gestalteten Kunst ist das besonders ausgeprägt. Und so bin auch ich aufgewachsen. Und für mich hat sich viel geändert ab dem Zeitpunkt, wo ich begriffen habe, dass Begabung, das Talent ein Geschenk ist. Und da hängen ganz viele Dinge dran, seit ich das begriffen habe, nämlich eigene Dankbarkeit natürlich, auch viel mehr die Bereitschaft zu teilen und diese Begabung in einen Dienst zu stellen, dass mehr Menschen was haben davon.
Und es hilft mir sehr, auch mit Fehlerhaftigkeit in der künstlerischen Tätigkeit besser umzugehen, weil ich mache das, was mir gegeben wurde, so gut wie möglich. Und manchmal gelingt es besser und manchmal schlechter. Dankeschön. Und ich hoffe, wir können ein paar Eindrücke zeigen, was wir beide da am Dienstagabend ausprobiert haben, hier auf Artcross. Eine Mischung aus Vortrag, Predigt, Tiefgang, Gedanken und Live-Kalligrafie abgefilmt und projiziert auf ein Bild von einer bildnerischen Künstlerin. Und vielleicht können wir da ein paar Kostproben haben und jetzt zeigen. Danke, Günther, für dieses Gespräch. Good morning, world! Danke fürs Zusehen, danke für euch alle. Und ein kleiner Hinweis noch, ich habe ganz besondere Gäste für den Podcast, der jetzt gleich kommen wird, Eva-Maria Admiral und Erik Wellin im längeren Gespräch. Und ich freue mich schon sehr darauf. It's going to be wonderful, Nina. I'm looking forward to that. By the way, Saints, thank you for being with us. Nina and Micha, well done. It's lovely. You guys have done a great job. Nina, Micha, well done. We'll catch up with you guys tomorrow. I'm going to hit the outro button and we're going to say goodbye. Good job. Talk to you soon. So for me, Rory Alec, lots of love. Until then, ciao for now. Welcome home. Get up, get up. Beautiful, beautiful. Oh. Good morning, morning, morning.